liebe Schwestern und Brüder, ich lade Sie nun ein, dass wir gemeinsam den Herrn, der im Sakrament wahrhaft unter uns gegenwärtig ist, durch die Straßen unserer Stadt begleiten. Vor der Minoritenkirche wird unser Erzbischof gemeinsam mit dem Domkapitel eine Statio halten. Für den Verlauf der Prozession ist es jedoch sehr wichtig, dass diese nicht stockt. Daher bitte ich Sie ganz herzlich, an der Minoritenkirche nicht stehen zu bleiben, sondern mit der Prozession weiterzuziehen. Die Fronleichnamsprozession soll ein Zeugnis unseres Glaubens sein, dass Gott die Liebe ist, dass er zu den Menschen geht und auch heute unser aller Leben, unsere Freude und unsere Sorgen teilt. Gleichzeitig ist die Prozession Abbild der Kirche aus allen Völkern und Generationen. Seht, was ihr seid, seid, was ihr seht, Leib Christi. In dieser Freude wollen wir ihm, unserem Herrn Jesus Christus, Anbetung und Ehre erweisen. Gemeinsam beten wir jetzt die Andacht Wahre Speise. Jesus sagt, ich gebe euch mein Fleisch und Blut, Nahrung, Speise und Trank für uns. Wir hören und fragen, wir wundern uns und staunen. Geheimnis des Glaubens. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.
denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Herr Jesus Christus, gegeben als Speise und Trank. Wir beten dich an und preisen dich. Du, Herr, Fleisch und Blut. Wir beten dich an und preisen dich. Du, Herr, Leib und Seele. Wir beten dich an und preisen dich. Du, Herr, Gott und Mensch. Wir beten dich an und preisen dich. Du, Herr, Speise und Trank. Wir beten dich an und preisen dich. Du schenkst uns dein Leben. Wir beten dich an und preisen dich. Du schenkst uns deinen Geist. Wir beten dich an und preisen dich. Du schenkst uns deine Liebe. Wir beten dich an und preisen dich. Du schenkst uns deine Kraft. Wir beten dich an und preisen dich. Du bist gegenwärtig in deinem Mahl. Wir beten dich an und preisen dich. Du bist wirksam in Brot und Wein. Wir beten dich an und preisen dich. Du bist Stärkung auf unserem Weg. Wir beten dich an und preisen dich. Du bist Halt in schweren Stunden. Wir beten dich an und preisen dich. Du bist Hoffnung in der Ausweglosigkeit. Wir beten dich an und preisen dich. Du bist Wegzehr auf der letzten Reise. Wir beten dich an und preisen dich. Herr Jesus Christus, wir beten dich an und preisen dich, gegenwärtig im allerheiligsten Sakrament. Du gibst dich uns mit Fleisch und Blut. Herr Jesus Christus, wahrhaft Speise, wandle uns in deinem Mahl. Du gibst dich uns mit Fleisch und Blut. Herr Jesus Christus, wahrhaft Speise, wandle uns an deinem Tisch. Du gibst dich uns mit Fleisch und Blut. Herr Jesus Christus, wahrhaft Speise, wandle uns mit deiner Macht. Du gibst dich uns mit Fleisch und Blut. Mahl des Herrn, ernähre mich. Leib Christi, erlöse mich. Blut Christi, tränke mich. Leben Christi, stärke mich. Geist Christi, durchdringe mich. Geheimnis Christi, öffne dich. In deine Nähe ziehe mich. Vor allem Bösen schütze mich. Aus deiner Fülle speise mich, damit ich lebe ewiglich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Peace.
Herr Jesus Christus, du stärkst uns auf den Wegen unseres Lebens durch dein Wort und dein Geist und durch dieses Sakrament deiner Liebe, das wir gläubig empfangen und verehren. Senhor Jesus Cristo, tu és o pão da vida, que sacia a esperança dos homens. Herr Jesus Christus, du bist das Brot des Lebens, das die Sehnsucht der Menschen erfüllt. Señor Jesucristo, tú eres el pan de vida que fue donado para la salvación del mundo. Herr Jesus Christus, du bist das lebensspendende Brot, das gebrochen wurde für das Heil der Welt. Urunk Jézus Krisztus, te vagy a mennyből alászállott élő kenyér, aki e kenyérből eszik, örökké él. Herr Jesus Christus, du bist das wahre Brot vom Himmel. Wer von diesem Brot isst, erhält Anteil an deinem ewigen Leben.
Wir beten gemeinsam die Andacht Lebendiges Brot. Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. Brot, Himmel, Leben für uns. Wir hören und fragen, wir wundern uns und staunen. Geheimnis des Glaubens. Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Herr Jesus Christus, lebendiges Brot vom Himmel. Wir beten dich an und preisen dich. Du kommst vom Vater. Wir beten dich an und preisen dich. Du bist von Anfang an. Wir beten dich an und preisen dich. Du bist der ganzen Schöpfung gegeben. Wir beten dich an und preisen dich. Du Brot aus dem Herzen Gottes. Wir beten dich an und preisen dich. Du Brot aus der Liebe Gottes. Wir beten dich an und preisen dich. Du Brot aus dem Erbarmen Gottes. Wir beten dich an und preisen dich. Du Brot aus dem Frieden Gottes. Wir beten dich an und preisen dich. Du Brot und Leben. Wir beten dich an und preisen dich. Du Brot und Weisung. Wir beten dich an und preisen dich. Du Brot und Licht. Wir beten dich an und preisen dich. Du Brot und Wahrheit. Wir beten dich an und preisen dich. Du Brot und Hoffnung. Wir beten dich an und preisen dich. Herr Jesus Christus, wir beten dich an und preisen dich, gegenwärtig im allerheiligsten Sakrament. Du bist das Brot, das vom Himmel kommt. Wir hungern nach Leben, das wahr ist und ewig. Du bist das Brot, das vom Himmel kommt. Wir suchen nach Wegen, die Licht sind und sinnvoll. Du bist das Brot, das vom Himmel kommt. Wir fragen nach Worten, die klar sind und gültig. Du bist das Brot, das vom Himmel kommt. Brot vom Himmel, nähre mich. Gottheit Christi, rette mich. Menschsein Christi, heile mich. Wort Christi, leite mich. Maßstab Christi, forme mich. Geheimnis Christi, öffne dich. In deine Nähe ziehe mich. Vor allem Bösen schütze mich. Aus deiner Fülle speise mich, damit ich lebe ewiglich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Yes.
Herr, du bist unter uns im Sakrament des Altares. Du bist mit uns auf dem Weg durch die Straßen unserer Stadt, auf den Straßen dieser Welt, auf den Straßen unseres Lebens. Herr, höre unser Gebet. Für unsere Stadt Köln und alle Menschen, die hier leben und arbeiten. Für die Frauen und Männer in Politik und Verwaltung unserer Stadt. Für die Frauen und Männer, die in unseren sozialen Einrichtungen tätig sind. Für alle Pfarrgemeinden in unserem Kölner Stadtdekanat. Für alle unsere Priester, Diakone und Ordensleute. Für unsere Pastoral- und Gemeindereferentinnen und Referenten. Für die Mitglieder unserer Gremien, Vereine, Bruderschaften und Gruppen. Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Pfarreien und unseren kirchlichen Einrichtungen. Für die vielen Helferinnen und Helfer, die in unseren Gemeinden einen ehrenamtlichen Dienst tun. Für unsere evangelischen und orthodoxen Mitchristen und alle christlichen Gemeinschaften in unserer Stadt. Für die Menschen, die anderen Religionen angehören. Für unsere Mitbürger, die aus anderen Ländern kommen. Für die Menschen, die hier Asyl und Sicherheit suchen. Für alle neu Zugezogenen. Für alle, die kein Dach über dem Kopf haben. Für unsere Familien und für die Alleinstehenden, für die Kinder und Jugendlichen, Erzieher und Lehrer in unseren Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen, für die Menschen in den Fabriken, Büros und Geschäften, für die Berufstätigen und die Rentner, für alle Menschen, die keine Arbeit haben. Herr, ich bitte dir, vertrauen wir. Herr,
Für die, die geistig oder körperlich behindert sind. Für unsere Kranken und die, die sie pflegen. Für alle, die Leid tragen. Für die Neugetauften und alle, die sich auf die Taufe vorbereiten. Für die Kinder, die in diesem Jahr zur ersten heiligen Kommunion geführt wurden. Für die Neugefirmten. Für unsere Brautleute und die Neuvermählten. Für unsere betagten Mitbürgerinnen und Mitbürger. Für die Mütter und Väter, die ihre Kinder allein erziehen müssen. Für alle, die unter Einsamkeit leiden. Für die, die Unrecht erlitten haben und für die, die schuldig geworden sind. Für alle Menschen, die uns Gutes tun. Für alle Menschen, an die niemand denkt. Für alle unsere Verstorbenen.
Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater im Himmel, erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heiliger, dreifaltiger Gott, erbarme dich unser. Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich unser. Jesus, Sohn der Jungfrau Maria, erbarme dich unser. Jesus, Gott und Mensch, erbarme dich unser. Jesus, lebendiges Wort, erbarme dich unser. Jesus, guter Hirt, erbarme dich unser. Jesus, du Weizenkorn, erbarme dich unser. Jesus, du Weinstock, erbarme dich unser. Jesus, Brot, von dem wir leben, erbarme dich unser. Jesus, Weg, auf dem wir gehen, erbarme dich unser. Jesus, unser Leben, erbarme dich unser. Jesus, sei uns gnädig. Herr, befreie uns. Sei uns barmherzig. Herr, befreie uns. Von allem Bösen. Herr, befreie uns. Durch deine Geburt und dein Leben. Herr, befreie uns. Durch dein Kreuz und Leiden. Herr, befreie uns. Durch deinen Tod am Kreuz. Herr, befreie uns. Durch deinen Abstieg in das Reich des Todes. Herr, befreie uns. Durch deine Auferstehung und Himmelfahrt. Herr, befreie uns. Durch den Trost des Heiligen Geistes. Herr, befreie uns. Durch deine Gegenwart. Herr, befreie uns. Durch deine Wiederkunft. Herr, befreie uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Herr, verschone uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Herr, erhöre uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Herr, erbarme dich. Thank you.
Blütenkirche aus beten wir nun zusammen mit unserem Erzbischof. Im Sakrament des Altares beten wir unseren Herrn Jesus Christus an. Nach einem Chorstück stimmen wir gemeinsam mit den Knaben des Kölner Domchores mit dem Liedruf Adoramus te Domine in das Lob der Eucharistie ein und betrachten die Ich-Bin-Worte aus dem Johannesevangelium. Herr und Heiland Jesus Christus, du bist unter uns im Sakrament des Altares. Du bist mit uns unterwegs auf den Straßen dieser Welt. Du bist bei uns bis ans Ende der Welt. Dafür danken wir dir und beten dich an. Du hast gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nicht mehr durstig sein. Nur du kannst den Hunger und Durst unseres Lebens stillen. Nur du bist letztlich die Erfüllung aller Sehnsüchte von uns Menschen. Dir vertrauen wir alle an,
die Hunger leiden, die keine Arbeit haben, die am Rand des Lebens stehen. Du hast gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Du allein kannst unsere Finsternis hell machen. Du bist Licht in den Dunkelheiten unseres Lebens. Dir vertrauen wir alle an, die resigniert und ohne Hoffnung sind. Alle, deren Leben durch Leid und Enttäuschung verdunkelt ist. Du hast gesagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Du allein kannst uns letztlich aus den Ausweglosigkeiten unseres Lebens retten. Da, wo wir am Ende sind, fängst du neu mit uns an. Du bist die Tür zum Leben in Fülle. Dir vertrauen wir alle Menschen an, die am Ende sind, die sich von unserer Gesellschaft übersehen fühlen, aber auch alle die, die die Tür zum Nächsten, zur Versöhnung und zum Frieden suchen. Du hast gesagt, ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Du bist der eigentliche, wahre und gute Hirt deiner Kirche. Du hast für uns und für alle deinen Leib hingegeben und dein Blut vergossen, um uns Leben zu schenken. Wir empfehlen dir alle, denen du ein Hirtenamt anvertraut hast, alle, die für andere Menschen Verantwortung tragen und alle, die sich auf ein geistliches Amt vorbereiten. Du hast gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Durch deinen Tod und deine Auferstehung hast du uns Anteil am ewigen Leben gegeben. Dir vertrauen wir all unsere Verstorbenen an, besonders die, die mit uns ein Stück des Lebensweges gegangen sind. Diejenigen, die uns leben, glauben und beten lehrten. Du hast gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.
Du bist bei uns auf den Wegen unseres Lebens. Du schenkst uns deinen Geist, damit wir dich immer mehr erkennen und er uns in die volle Wahrheit einführt, in die Wahrheit, die zum Leben führt. Dir vertrauen wir alle an, die unterwegs sind zu dir. Alle, die die Wahrheit suchen und die Menschen lehren. Du hast gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Du bist es, auf den wir alle angewiesen sind. Von dir kommt alle Kraft und Hoffnung. Getrennt von dir können wir nichts vollbringen. Dir vertrauen wir uns an. Deiner bleibenden Nähe wollen wir uns versichern. An dich glauben wir und dich allein beten wir an. Unser Herr Jesus Christus ist gegenwärtig mitten unter uns, für die er sein Leben hingegeben hat. Mit ihm stellt sich Gott auf die Seite der Armen und Schwachen, der Verfolgten und der Opfer. Darum bitten wir ihn. Für die Menschen, denen ihr Leben sinnlos erscheint, für die vielen, die Hunger nach Liebe, Anerkennung, Gerechtigkeit und Frieden. Für alle, die krank sind an Leib und Seele. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns. Für die Politikerinnen und Politiker in Deutschland und ganz Europa, die um Einigung in so vielen Konflikten ringen. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns. Für alle, die sich weltweit gegen die Zunahme von Hass und Rassismus stellen und für die Grundwerte und Menschenrechte eintreten. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns. Herr Jesus Christus, du bist bei uns, verborgen in den Zeichen von Brot und Wein. Zeige dich allen Menschen guten Willens. Geh mit uns durch die Welt. Verwandle und erneuere sie durch deinen Geist. Dir sei Lob und Dank, heute und alle Tage, bis in Ewigkeit. Thank you.
ist von der Minoritenkirche mit dem allerheiligsten Altarsakrament nun unterwegs zum Hohen Dom. Bis zum Eintreffen des eucharistischen Herrn beten und singen wir nun mit dem Mädchenchor, allen hier im Dom versammelten Gläubigen und den Prozessionsteilnehmern. Nach der Chormusik beten wir im Wechsel aus dem Prozessionsheft die Jesuslitanei auf Seite 22, Nummer 13. Unter der Nummer 13. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, höre uns. Gott, Vater im Himmel. Gott, Sohn, Erlöser der Welt. Gott, Heiliger Geist, heiliger, dreifaltiger Gott, Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, Jesus, Sohn der Jungfrau Maria, Jesus, Gott und Mensch, Jesus, lebendiges Wort, Jesus, guter Hirt. Jesus, du Weizenkorn. Jesus, du Weinstock. Jesus, Brot, von dem wir leben. Jesus, Weg, auf dem wir gehen. Jesus, unser Leben. Jesus, sei uns gnädig. Sei uns barmherzig. Von allem Bösen. Durch deine Geburt
und dein Leiden. Durch dein Kreuz und Leiden. Durch deinen Tod am Kreuze. Durch deinen Abstieg in das Reich des Todes. Durch deine Auferstehung und Himmelfahrt. Durch den Trost des Heiligen Geistes. Durch deine Gegenwart. Durch deine Wiederkunft. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Wir beten nun im Wechsel die eucharistische Andacht Lebendiges Brot Nummer 6. Jesus sagt: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. Brot, Himmel, Leben für uns. Wir hören und fragen, wir wundern uns und staunen. Geheimnis des Glaubens. Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Herr Jesus Christus, lebendiges Brot vom Himmel. Du kommst vom Vater. Du bist von Anfang an. Du bist der ganzen Schöpfung gegeben. Du Brot aus dem Herzen Gottes. Du Brot aus der Liebe Gottes. Du Brot aus dem Erbarmen Gottes. Du Brot aus dem Frieden Gottes. Du Brot und Leben. Du Brot und Weisung. Du Brot und Licht. Du Brot und Wahrheit. Du Brot und Hoffnung. Herr Jesus Christus, wir beten dich an und preisen dich, gegenwärtig im allerheiligsten Sakrament. Wir hungern nach Leben, das wahr ist und ewig. Wir suchen nach Wegen, die Licht sind und sinnvoll. Wir fragen nach Worten, die klar sind und gültig. Brot vom Himmel, nähre mich, Gottheit Christi, rette mich. Menschsein Christi, heile mich. Wort Christi, leite mich. Maßstab Christi, forme mich. Geheimnis Christi, öffne dich. In deine Nähe ziehe mich. Vor allem Bösen schütze mich. Aus deiner Fülle speise mich, damit ich lebe ewiglich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen. Das Allerheiligste hat nun die Hohe Domkirche erreicht. Wir begrüßen und ehren den eucharistischen Herrn mit dem Lied »O höchstes Gut« auf der Seite 26 unseres Liedheftes. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, du bist wunderbar in unserer Mitte. Deine Güte ist unermesslich. Wir danken dir für deine Gegenwart und bitten dich. Bleibe bei uns alle Tage unseres Lebens, bis wir einst den von Angesicht zu Angesicht schauen, den wir nun unter heiligen Zeichen verehren. Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Hochgelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Tantum ergo sacramentum. Panem de coelo prestitis diis, halleluja. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quae sumus eternos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis iugita sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, alle Jahre wieder kann man sagen, am Fronleichnamsfest so, so viele, die hier sind. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Und ich glaube, dass das wirklich wahr ist, dass der liebe Gott ein Kölner sein muss. Denn wenn ich gestern noch auf die Wettervorhersage und so geschaut habe, da war doch zu befürchten, dass es heute regnen sollte oder irgendetwas kommen sollte. Das kann natürlich gar nicht hier in Köln sein. Das kann an Fronleichnam nicht sein. Und deshalb, der liebe Gott muss und ist wirklich, davon bin ich überzeugt, ein Kölner. Nicht nur, wie gesagt, nicht nur, dass wir ja seinen Dialekt sprechen. Sie kennen ja alle den Witz, nicht, dass er dann sagt, da sprichst du halt so wie ich. Genau. Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn ich hier in die große Runde schaue, da sehe ich ganz, ganz viele Fahnen. Hier vorne sind unsere lieben Schwestern und Brüder aus Kroatien. Ich sehe hier vorne, glaube ich, Mexiko und da hinten Portugal und Chile und Argentinien und Spanien, Italien und viele, viele, viele anderen. Ich sehe nicht nur Kölnerinnen und Kölner, sondern auch aus vielen anderen Teilen unseres Bistums und darüber hinaus. Ich finde das wunderbar, denn das zeigt uns etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir alle eins sind. Das ist in Köln etwas, was ohnehin wichtig ist, insbesondere zum Karneval wichtig ist. Da wird diese Einheit oft besungen. Manchmal diejenigen, die hier in Köln länger leben und permanent leben, wissen auch darum, dass das dann so mit der Einheit und der Geschwisterlichkeit und dem Brüderlichsein auch schon mal schwierig sein kann und dass, wie so manches hier in Köln, auch das von einer gewissen Oberflächlichkeit sein kann. Das sagt man uns Kölnern dann schon mal nach, aber das ist halt so. Bei uns geht das aber in die Tiefe, das unterscheidet uns. Denn egal, woher wir kommen, ob aus Köln oder woanders her, ob aus Kroatien oder Amerika, aus Düsseldorf oder Wuppertal, ganz gleich, wir gehören zusammen, wir sind eins. Und diese Einheit ist uns nicht von uns gemacht. Wir können die nicht herstellen. Sie ist uns geschenkt. In Christus ist sie uns geschenkt. Und das, was wir heute gefeiert haben, die Eucharistie, sie ist das Zeichen der Einheit. Das ist wirklich ein so hohes Geschenk, dass wir dieses Geschenk hüten und bewahren müssen. Dass wir um diese Einheit immer ringen müssen. Es ist ein Geschenk, liebe Schwestern und Brüder, dass wir nicht selber herstellen können, sondern dass uns von keinem Geringeren gemacht worden ist als von Gott selber. Und dieses Geschenk trägt im Letzten einen Namen, eben Jesus Christus. In ihm ist uns alles geschenkt. Gott, der in ihm Mensch wird, der uns Bruder und Schwester wird, der unser Leben teilt, bis in Schmerz und Leid und Tod hinein, der uns dort nicht alleine lässt, sondern uns das Leben schenkt, das keinen Tod mehr kennt, der uns teilhaben lässt an seinem Leben. Dieses Geschenk ist vollkommen, sodass wir ihm nichts mehr hinzufügen müssen und dürfen, um es nicht zu entstellen, sondern unsere Aufgabe ist es, dieses Geschenk
weiterzugeben an die Menschen, die dieses Geschenk noch nicht kennen, die es noch nicht ausgepackt haben. Und deshalb das, was wir heute hier gefeiert haben auf dem Roncalli-Platz und dann in der Prozession und dem Dom, das will jetzt in den Alltag hinausgetragen werden. Christus, dieses Geschenk, das Gott uns macht. Und wir sollen durch unser Leben dieses Geschenk hinaustragen und es gewissermaßen auspacken, sodass er überall dort, wo wir sind, in unseren Lebensbereichen, in Schule, in Gesellschaft, in Politik, in Ehe, in Familie, in Beruf, an den Universitäten, ganz gleich wo, dass er erkennbar, erfahrbar, erlebbar, berührbar wird. Was für eine Berufung, die wir in uns tragen. Dazu beglückwünsche ich Sie und bitte Sie von Herzen, diese Berufung und Sendung anzunehmen, um Christi willen, damit er in unserer Welt auch heute einen Platz und einen Ort hat. Und jetzt wollen wir das Schönste und Größte tun, was wir als Christen tun können, nämlich Gott loben, Gott anbeten, jetzt in dieser Stunde ein letztes Mal, bevor wir dann zurückkehren in unseren Alltag. Gott segne Sie alle, kommen Sie gut nach Hause, kommen Sie immer wieder hierhin, spätestens im nächsten Jahr, und bringen Sie vielleicht auch noch die eine oder den anderen mit. Der Dom ist voll, aber ich bin mir sicher, wir haben noch mehr Platz. Te Deum laudamus.